Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, heute ein bisschen eine Levelfolge und ein bisschen eine Redefolge. In den letzten Parts tut es, ja, im letzten Part tut, habe ich einfach ein bisschen unkonzentriert wie jetzt auch gleich. ja, ein bisschen geredet. Ich hoffe, es geht heute besser, weil es ist extreme Sauhitze hier. Es war um 12 Uhr abends noch 28 Grad im Zimmer drin und es ist einfach zu heiß. Aber jetzt muss ich schauen, dass ich eben konzentriert bleibe. Und beim Leveln geht es auch ein bisschen besser. Weißt du, jetzt erzähle ich wieder Scheiße oder weiß Sachen nicht. Wie zum Beispiel die Königreichspunkte. Und ja, ich habe bis heute Morgen eigentlich ein bisschen noch gelevelt seit dem letzten Part. Auch Dankeschön für die vielen Likes. Es sind schon 5 Likes gewesen um 8 Uhr morgens. Das ist sehr nett. Der Part kam ja erst nach Mitternachts. Und ja, man sieht es. Die Leute wollen wieder Regnum. Ich muss wieder Regnum machen und das mache ich natürlich auch für euch. Es ist mir wichtig, dass ihr euch schön amüsieren könnt, dass ihr zufrieden seid. Und wenn ihr Ideen habt für ein zweites Projekt, ein MMORPG-Projekt oder ein Browserspiel-Projekt, dann dürft ihr gerne ein paar Antworten ein bisschen mir helfen, also was ihr wollt. Eine hatten schon einen Wunsch geäußert, das wäre Digimon Masters Online. Also wenn ihr das auch wollt, dürft ihr es gerne auch unten in die Kommentare schreiben. Ich werde es mir mal anschauen und werde dann vielleicht ein Projekt daraus machen. Weil ich habe momentan nur Path of Exile und hier Regnum. Minecraft habe ich momentan keinen Bock irgendwie. Ist auch nicht mehr so beliebt. Keine Ahnung wieso. Weil es halt einfach schon durchgelutscht ist. Langsam. Muss ich wieder mal nach einem Modpack Ausschau halten, wo spannend ist. Wo nicht immer das gleiche ist. Ja. Ja, außerdem droppt gerade bei mir nichts, nur weiße Sachen. Und hier auch nichts. Okay. Keine gelben, nichts, nur weiße Items. Bisschen schade. Ja, man kann es nicht immer gut haben. Ich hatte ja im letzten Part einen Drop, einen epischen Drop. Es kommt wahrscheinlich einige Zeit nichts mehr und dann kommt wieder ein epischer Drop. So wie ich es eigentlich nicht so mag. Ich mag es lieber, wenn man stetig irgendwas droppt, aber muss jetzt nicht immer unbedingt sehr gut sein, aber dass es wenigstens nicht so langweilig ist, weil Regnum, das bietet schon halt echt wenig für die Kurzweile. Eher langweilig das Spiel, aber natürlich sehr, sehr motivierend. Wenn die Spieler mal mitmachen würden, aber die haben nichts, also ja, die hatten Algaros fort, aber haben es schon wieder verloren. Dann dachte ich, nein, ich mache jetzt eben, wie angekündigt, diesen Level-Part, damit wir auch mal ein bisschen eigenständig angreifen können und nicht immer auf andere angewiesen sind. Außerdem macht es natürlich auch viel mehr Spaß, wenn man so ein bisschen selber wählen kann, wo man angreift und die Leute auch mitkommen mit einem, weil die denken immer, ja, ich bin nur leicht, bin also zu schwach und so. Als ob ich mitgehen würde oder so. Ich würde ja gerne mit Leuten mitgehen, aber die sind meistens halt irgendwie kreuz und quer auf der Map verteilt und greifen nicht ein einheitliches Fort an. Da kann man sich nur schlecht treffen. Außerdem gibt es auch kein... ja, gibt es im Chat auch keine Infos, wo ihr seid. Also ich würde es nett finden, wenn ihr manchmal sagt, wo ihr seid, damit ich mich euch anschließen kann. Und so weiter.
So. Also das ist jetzt das letzte, wo ich hier levele. Weil die werden jetzt auch grün werden, Wald. Ein Waldwächterpfeil. 45 brauche ich doch nicht. Für meinen Jäger, der wahrscheinlich nie gelevelt wird, weil er einfach für mich langweilig ist. Es spielen jetzt nur noch alle Jäger, damit sie ein bisschen unfair sein können, ein bisschen unsichtbar sein können und so. Spielt mal wieder ein bisschen Barbaren. Also es gibt wirklich nur noch in Alsius paar Barbaren. In Ignis und in Syrtis gibt es eigentlich gar keine Barbaren mehr. Bisschen schade. Nur noch Paladine, die sowieso immer alles aushalten. Leicht zu spielen, oder? Und Jäger. Sonst sehe ich meistens nicht mal genug Beschis. Ist schon ein bisschen schade. Auch dieses, dieser Hype ist weg. Alle haben sich ein Haustier geholt, haben ein paar Tage gespielt, hatten dann keine Lust mehr, haben also das Reittier, das Haustier, ja, für den Popo gekauft und sind jetzt seitdem AFK, also nicht on, offline. Bisschen schade, also. Ja, das Spiel ist halt meistens so, entweder macht es Spaß, weil es gerade irgendwas zu machen gibt, oder es macht überhaupt keinen Spaß. Oder man hat wenigstens ein Ziel. Also ich habe ja jetzt das Ziel, Level 60 zu werden. Ich werde so lange wie möglich ohne AXP-Scrolls machen. Und also wenn ich wirklich paar Parts nicht ein Level weiter bin, dann werde ich natürlich AXP-Scrolls holen. Aber da ich momentan Probleme habe mit meinem Vormund, die ist momentan fern, hat einfach fern gemacht, ohne angekündigt zu haben. Ich muss jetzt also noch einen Monat, die ist einen Monat entfernt und arbeitet nur 2 Tage pro Woche. Die hat das, der schönste Job der Welt. Ja, vor allem kann ich jetzt einen Monat nichts machen. Ab diesem Monat muss ich schauen. Weil ich kaufe das nicht mit PaySafe Cards, dann geben sie mir noch 40% Ximerins. Das ist doch Wahnsinn. Wenn die das nicht auschecken können, dann sollen sie was unternehmen bei der PaySafe Card. Aber nicht das lassen einfach. Das ist eine übelste Freche. Oh je. Ja. Jetzt bin ich so ein bisschen in der Zwickmühle. Hab zwar ein 3DS gekauft, ein New 3DS XL, aber habe kein Aufladekabel, weil das einfach mal nicht drin war. Da fragt man sich, wofür hat man denn das Geburtstaggeld ausgegeben? Für eine Konsole, die man nicht aufladen kann. Das ist die absolute Frechheit. Wieso bauen sie nicht das Kabel in jeden dieser Dinge ein? Also, ja, dass es halt schon drin ist für, ja. Ich weiß nicht, was Nintendo macht, also ich weiß nicht. Wenn es so weitergeht, ist Nintendo bankrott. Weil sie bringen nicht viele Spiele für Wii U, für 3DS bringen sie auch nicht viele Spiele raus und die sind noch extrem überteuert. Aber ich habe es mir jetzt einfach gekauft, weil es richtig cool ist. So mit 3D-Effekt ist zwar störrisch, also er stört eher ein bisschen während des Games, aber er sieht einfach richtig geil aus. Und weil es einfach, ich brauche irgendwas, was ich zwischendurch im Zug oder so, weil ich momentan sehr viel reise. Da brauche ich einfach etwas. Ja, jo, diesen Vormund habe ich jetzt eigentlich schon länger und sage jetzt nicht nein, aber ich bräuchte gerne einen besseren Vormund, weil ich eben krank bin und weit weg wohne, also jetzt nicht mehr, aber weil es halt einfach nicht so gut geht mit den Rechnungen, mit den Steuern und alles mögliche, habe ich da so eine Hilfe. Ja. Aber das ist mir eher Unrecht als Recht. Muss ich schauen eben. Weil ich brauche ja mein Geld, aber wenn ich nie Zugriff habe,
dann kann ich ja mein Geld gar nicht gebrauchen. Ich bin sicher schon Millionär. Nein, ich bin sicher schon irgendwie 60.000 oder mehr reich. Und habe nicht Zugriff auf das Geld. Da könnte ich so viele Spiele, da könnte ich Equipment alles kaufen, weil ich sonst keine Ausgaben habe. Also keine Freizeitausgaben, außer Spiele und Equipment. Neuen PC brauche ich sowieso nicht, weil ich einen neuen habe. Der ist immer noch High-End. Mit dem laufen immer noch die heutigen Spiele flüssig. Ja, ist ja auch erst ein halbes Jahr alt. Und ja, jetzt schaue ich, dass ich an das Geld komme, dass ich euch noch ein bisschen mehr bieten kann als nur ein oder zwei Videos pro Tag. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich bin auf alle Wünsche offen. Dürft mir sie nur nennen. Ach komm, immer jeder muss mich umwerfen. Das ist eine Frechheit, eine absolute Frechheit. Stimmt das oder habe ich recht? Ha. Was heißt 5 SDT? Yay, 5 SDT. Schützen. Nein, weiß nicht. Nicht weg, nicht weg. Bleib da. Ah, nicht immer... Ich gehe weg von den Aquandis. Die droppen auch nichts. Ja, dann gehen wir weg. Dann laufen wir nochmals zum Ork Camp. Und leveln dort halt ein bisschen. Ich hoffe, dass jetzt dort auch niemand ist. Weil gestern war ja einer dort. Bei den Orks in der Mitte, Orks Captains. Ja. Schreibt jetzt niemand mehr. Und wieso bekomme ich jetzt schon wieder ein Ritterschild? So habe ich zwei. 55 und 55. Das sind genau die gleichen. Ja, genau die gleichen. Das ist eine Frechheit. Copy and paste. Oh. Schlimm sowas. Und im Ignis-Chat wird nichts mehr geschrieben. Gar nichts mehr. Und aus dem Clan bin ich wahrscheinlich schon geflogen. Ja. War ich jetzt 2 Wochen nicht on, muss ich schon ausgeschmissen werden. Oh. Frechheit. Oder vielleicht wurde er auch aufgelöst, weil es war nur noch 2 täglich on. Und ja, das kann ich nur verstehen. Aber wie gesagt, meldet euch. Wenn wir 8 sind, können wir einen Nike Clan machen, der nicht aufgelöst wird. Und wo ihr auch natürlich die Ding habt. Ach komm schon. Wo ihr auch ein bisschen die Freiheit habt, was ja, was zu sagen, was zu befehligen und so. Und dafür brauche ich 8 Leute. Die beiden Nicken sind natürlich und der Valhalla. Und wenn ihr wollt, könnt ihr danach wieder rausgehen, wenn ihr nicht bei meiner Gilde sein wollt oder eine andere Gilde habt, wo ihr drin seid. Und da können wir schön ein bisschen den Ton angeben selber. Immer wieder Fortschlachten machen, bis es uns schwindlig wird. Also ihr müsst mindestens Level 15 sein. Und Geld braucht ihr nicht. Geld sponsor ich alles. Ich habe ja über 5 Millionen. Und ja, eben dabei sein einmal am Abend. Damit wir eben 8 Leute sind in einer Party. Dann kann ich nämlich den Clan gründen. Und dann noch den Namen aussuchen und das Motto und so. Ja. Das schweißt uns ein bisschen zusammen, also.
Ihr dürft gerne mit mir zusammen spielen oder reden oder alles Mögliche. Da habe ich kein Problem damit. Ich bin sehr offen und ja. So, wir gehen also zu der Ork-Wüste, zum Ork-Lager. Und kloppen diese Captains, danach die Marodeure. Jo. Es geht leider ein bisschen lange zum Hochladen, vor allem wenn ich über 30 Minuten Parts mache. Aber da ich ja meistens sowieso beschäftigt bin, kann ich zwischendurch hochladen und dann immer wieder freischalten und so. Ja, es geht schon, aber eben nur eins oder zwei Videos täglich, bis ich das schnellere Internet habe. Ich habe nur 6000K, das ist natürlich viel zu wenig. Ich glaube 6700K. Und ja, YouTube spackt schon manchmal ein bisschen. Geht wieder eine Minute nichts, dann geht es wieder 1%. Dann gehen mal 3% auf einmal. Aber als ob YouTube nicht zu viel, nicht genug Internet bekommt. Ist ein bisschen schade, YouTube wird immer wie hungriger. Tja, also. Da oben ist das Tor, also die Klappe. Die Türklappe. Wenn es gehen würde. So. Nein, ich will nicht raus und wieder rein. Ich will raus und draußen bleiben. So. Also, was Shop? Ist hier jemand am Shop? Könnten wir mal zum Shop rübergehen? So, Stärke. Aus dem Gestein. Noch ein Gestein. Lol. Hier ist einfach niemand, der die Magnanitstücke einsammeln konnte, bevor ich da war. So, wir gehen hier. Was ist das für ein Leck gewesen? Mit der Fraps am Stören, hä? Oder liegt es auch an meiner Internetverbindung? Ich hoffe, ja, ich hoffe es jetzt momentan nicht. Also nichts los. Ich weiß nicht, was die haben. Oder was sie hat. Es ist ja nur eine, die redet. Und eine, die die ganze Zeit in Fragezeichen und X in den Chat spammt. So. Samal ist ja unser, ja. Also ist nichts hier. Der ist wahrscheinlich schon wieder geflohen. Manche Leute haben einfach Eier, aber sobald sie jemand sehen, hauen sie ab. Zu Alus schauen. Noch ein Gestein. Heute ist was los auf den Straßen. Jetzt hatte ich sicher 3 oder 4 mal 5 Magneten, aber also habe recht viel gefunden. Ich hatte 120 im letzten Part und das war gestern Abend. Jetzt ist heute Morgen
und ich habe 142, also habe ich hier über 22 habe ich gefunden. Und eben 3x5er in einem Gestein. Das lohnt sich. Das ist nett. Hier lohnt sich's nicht. Da ist Marodeur. Ja, ab hier lohnt sich's. So. Ja, diesen 2-Hit. So, ein bisschen Sprint anwerfen. Und kloppen. Oh. Jetzt ist der Blutdurst-Buff weg. Jetzt mache ich wieder weniger Schaden. Ja, das ist ein Anführer. Ja, hier drüben werde ich noch ein bisschen kloppen, dann gehe ich hoch. Oben lohnt sich es halt ein bisschen mehr. Ja, aber ich brauche keine Kriegssiegel. Frechheit. Ich brauche Waffen. Überall Waffen brauche ich. Ich brauche etwas Stärkeres. Etwas viel Stärkeres, damit ich alle kloppen kann. Da. So, hier sind die Captains. Captain Cork? Sie sehen grün aus. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ist ein Snickers. Ha. Klopp. Jetzt mache ich halt wenig Schaden. Weil der Buff ist aus. So, jetzt ist er wieder da. Brutaler Stoß, genau heißt er. So. Ja, dann lohnt sich eigentlich eher da unten noch kurz was zu machen, als noch einen Captain anzugreifen. Wo jetzt auch wieder einer da ist. Nicht so viel Schaden. Hey, wieso treffe ich jetzt gerade nicht? Okay, hat sich erübrigt. Ja. Also ist recht wenig los, weil die Eisen zu viele sind und die Syrten, weiß ich nicht. Und die Igen sind plötzlich so wenige wieder. Haben alle aufgehört. Ja, alle nacheinander. Und ja, Mappen nur noch 10 Leute online. Ist ein bisschen wenig für Regnum. Aber kann ich langsam verstehen, es wird ja auch gar nicht mehr gepatcht. Das war wahrscheinlich der letzte Patch, der rausgekommen ist im Juni. Es wird wahrscheinlich, ja, sicher ein halbes Jahr nichts mehr kommen. Richtig schade, also irgendwie müssen wir mal was machen. So eine Petition, die heißt, so einen den Entwickler bekommen, der was macht. Und dann haben auch viel mehr wieder Motivation. Aber man muss von hinten aufräumen. Also ja, von vorne einfach direkt irgendwas sagen, nützt nichts. Es wird auch nicht auf uns gehört oder so. Dann eben von hinten aufräumen, also eine Petition starten oder sonst irgendwas. Dass es den Entwickler leid tut, dass sie es nicht machen, dass sie nichts entwickeln. Weil das geht schon nicht, dass man ein Spiel einfach sterben lässt, aber dafür Item Shop Item einbaut und so. Das ist eine große Frechheit, das hat nur noch was von Korruption zu tun.
und nicht mehr von Spielefreiheit und so. So Pay to Win. Vor allem von den Reittieren, von den Haustieren jetzt. Aber es benutzen auch gar keine mehr. Wahrscheinlich ist es doch nicht so overpowered, so ein Reittier zu haben. Oder sie benutzen es einfach nicht mehr, weil sie keinen Bock mehr auf die haben oder so. Weil es halt nervt. Das nervt extrem. Wenn jeder ein Pet hat oder zwei Pets hat, dann nervt das schon extrem. Also wieso NGD Studios? Baut ihr so einen Mist ein? Der größte Mist, den es gibt. Mit Bugs. Also die sind manchmal schwarz oder buggen ein bisschen im Stein drin oder hinter einem Baum. Es geht nicht recht halt. Und der Sprint-Nerf ist auch extrem. Es spielt nach dem Nerf keiner mehr Barbaren. Fertig jetzt. Außer ich. Ich bleibe bei meinem Barbar. Ich habe keinen Bock auf die anderen Klassen. Vor allem vorläufig nicht, weil ich auch Bock habe, Barbar zu machen. Und nicht jemand anders neu anfangen. Eine andere Charakterklasse. Ja. Hauptsache, das Let's Play ist beliebt. Und ich habe noch genug Motivation für Regnum. Das ist das Wichtigste, oder? Dass ihr Motivation habt, meine Videos zu schauen, das sieht man, das ist auch gut so. Aber ob ich da noch lang Motivation habe, selber irgendwie die ganze Zeit zu spielen, oder ob jemand anders Let's Playen tut, dann kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich haben schon manche begonnen zu Let's Playen, weil sie eben dachten, ja, der Drago Basel, der hat Erfolg mit diesem Projekt, möchte ich doch auch ein bisschen Erfolg haben. Mir soll es recht sein, aber ich möchte es natürlich auch gerne ein bisschen zusammen machen. Es bringt es ja nicht, wenn jeder selber von sich aus eine MMORPG Let's Playt und sonst nicht viel Kontakt hat. Oh je, die Leute sind immer noch heiß auf WM. Ich weiß nicht, was toll an diesem WM sein soll. Dass man eine oder zwei Fähigkeiten noch zusätzlich einsetzen kann. Mehr nicht, oder was? Finde ich auch ein Content, den sie lassen hätten sollen. Weil es bringt es halt nicht. Es ist nichts. Es ist nur für die motivierend, die noch hier suchten. Die jeden Tag irgendwelche 5 bis 24 Stunden spielen und ja. Und dazu gehöre ich nicht, also kann es mir eigentlich egal sein. Also ich brauche sowieso noch ungefähr 100.000 War Master Coins. Danach habe ich War Master Status. Und es wird lange gehen, wenn niemand kämpft. Es kämpft auch jetzt niemand, oder? Ja, Alcios. Das ist ein Fort, das war ganz am Anfang. Da oben ist die Zeit. Das war vor einer halben Stunde ungefähr. Wieso treffe ich wieder nicht? Frechheit. Vor allem, es passiert nichts, auch am Abend. Regnum ist klinisch tot, also es gibt keine Fortschlacht mehr. Wahrscheinlich auch keine Edelsteine mehr. Wahrscheinlich sind alle in der Sommerpause und es geht dann bald weiter, aber ja, ich hoffe es wenigstens. Und sonst eben, ich werde erst aufhören, wenn wirklich niemand mehr spielt hier. Und ihr auch kein Regnum schauen wollt mehr. Kein Let's Play von dem Spiel. Dann bin ich auch weg vielleicht. Oder vielleicht bleibe ich auch. Weil mein Ziel ist es ja, Level 60 zu werden und meine Items dann zu farmen. Und ja, wenn das eben nicht mehr geht, weil Regnum stirbt,
kann ich leider nichts dafür machen. Also, wenn ich ein bisschen mehr Geld hätte, dann könnte ich den Entwicklern irgendwas spenden oder einen Anteil von den Entwicklern kaufen und sie dann Champions of Arcadia zu einem sehr guten Spiel entwickeln lassen. Aber ja, man hat halt wenig. Als Let's Player vor allem hat man nicht viel mehr als ein normaler Spieler. Das ist einfach das Ding. Ich meine immer, alle Let's Player seien richtig Let's Player seien richtig gut mit den Entwicklern zusammen und würden den Entwicklern sagen, was sie wollen. Das stimmt nicht. Ich habe null Kontakt mit NGD Studios, das ist klar. Und ich bin aber auch noch nicht ein bekannter YouTuber. Also mit 400 Abonnenten ist man halt noch nicht so berühmt. Aber das liegt eher daran, dass ich einfach keine Werbung mache und dass ich einfach Spiele spiele, die nicht jeder unbedingt auf YouTube immer sucht. Dann bekomme ich auch nur wenige Abonnenten dazu, aber für mich ist einfach wichtig, damit, dass ihr Spaß habt, dass ich frei sein kann, dass ihr Sachen wünschen könnt und so, dass ich einfach ja eine Beschäftigung habe, dass ich ja mein Hobby nachgehen kann. Das ist mir das Wichtigste und nicht, dass ich viele Abonnenten bekommen müsste. Ich muss keine Abonnenten bekommen, ich darf Abonnenten bekommen. Und es freut mich, dass wirklich viele Spieler jetzt auch, also Zuschauer, auch liken und Kommentare schreiben. Das war vor einem Jahr noch anders. Also im vorherigen Season, in der Season 3 war noch nicht so viel los. In der ersten Season war eigentlich noch recht viel los, bis es dann abflachte, niemand mehr schauen wollte. Und danach, Season 2 war halt ein bisschen so der Tiefpunkt. Season 3 war wieder besser und jetzt Season 4 ist der Oberkracher. Also richtig vielen Dank dafür. Und es wird natürlich viel mehr noch kommen. Es wird viel mehr kommen. Alles nacheinander, aber je besser das Video halt ankommt und so, desto schneller kann ich ja das auch machen, wenn ich auch Feedback bekomme und so weiter. Was soll ich besser machen? Oder wie genau? Oder welche dieser Future ich mehr machen soll? Bei Regnum ist es ja wenig. Da ist es eigentlich Leveln und Fortschlachten machen, aber in anderen Spielen gibt es recht viel. Zum Beispiel ist eben Minecraft so ein Spiel, wo man recht viel machen kann. Aber da ist leider momentan ein bisschen Flaute, weil niemand mehr schauen will. Lauri Ventura. Aha. Und wieso haust du ab? Wahrscheinlich hat sie irgendwo davon ein bisschen mehr Orks. So. Und im nächsten Part werden wir dann Level 50 werden. Ich hoffe es jedenfalls, also ich werde zwischen bis heute Abend, wenn ich den Part aufnehme, werde ich bis knapp davor leveln. Dann haben wir gleich im nächsten Part Level 50. Und ja. Also, aber ich beende jetzt, weil sonst wird das Video zu lange. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basel. Tschüss.